So, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, bei der letzten Folge war meine Festplatte voll. Das heißt, ich musste jetzt erstmal ein bisschen Platz schaffen. Glücklicherweise habe ich das relativ zügig gemerkt, weil ich eine Fehlermeldung gekriegt habe, dass meine Festplatte voll ist. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch sehr viel aufgenommen, ohne das überhaupt zu merken. Was wir jetzt machen müssen, ist einmal meditieren. Und wir haben auch noch einen Fähigkeitspunkt, den wir ausgeben können. Den würde ich auch sehr gerne mal einmal ausgeben, den Fähigkeitspunkt. Und zwar, ich weiß jetzt nicht so genau, wir können ja, ich hatte das eigentlich so geplant, dass wir hier, ich sag mal, diese Angriffstechniken reinmachen. Hier habe ich natürlich jetzt mehr Damage drauf, ne? Plus, ich sag mal, das Verlangsamen der Zeit mit der Armbrust. Ich muss allerdings sagen, ich schieße mit der Armbrust sehr wenig. Das heißt, wir könnten in theoretisch nochmal hier sowas machen, aber da müssen wir halt Punkte in dieses System hier investieren. Drehangriff ist auch eigentlich nicht das, was ich suche. Angriffe haben einen Bluteneffekt. Das ist genau das, was ich brauche. Da muss ich aber noch 23 Punkte in dieses Ding hier investieren. Und ich benutze zum Beispiel schon mal keine starken Schläge. Was ist das? Erhöht die Chance auf kritische Treffer bei schnellen Angriffen um 2%. Das ist eigentlich geil. Das ist eigentlich geil. Aber ich möchte, ich meine, das hier ist Art. Die benutzen wir auch noch relativ viel. Ich benutze aber auch Igni sehr viel. Deswegen würde ich tatsächlich Igni noch mal einmal verbessern. Einen kontinuierlichen Feuerstrom, der einem einzelnen Gegner Schaden zufügt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geil ist, weil Igni trifft halt auch mehrere Gegner. Igni intendiert um 5%. Okay, das ist auch nicht schlecht. Verbrennen zu bewirken. Okay, das ist auch nicht schlecht. Diese Jirden-Glyphe. Explodierender Schild. Okay, und Täuschung. Wir sollen halt auch das Axi-Zeichen vielleicht nochmal verbessern, denn das Axi-Zeichen können wir nämlich auch in Dialogen verwenden. Okay, lässt sich auf zwei Gegner gleichzeitig wirken, aber ich bin eigentlich erstmal hierfür. Die Intensität von Axi-Dialogen erhöht sich. Okay, das machen wir erstmal. Und wenn wir hier noch einen Platz frei haben, kriegen wir nächste Stufe, ziehen wir das rein, weil das erhöht nämlich auch meine Intensität von Axi in Dialogen. Und das ist sehr gut. Weil da kann man doch schon mal häufig was mitmachen. Wenn man. Dass du jetzt nicht mitgekommen bist. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft also, daraus ziehen. Damit kann man nämlich in Dialogen auch durchaus nochmal was reißen, ohne dass man da direkt großartig irgendwen fronten muss. Ne? Das ist schon mal sehr gut, weil ich möchte eigentlich sowas nicht tun. Okay. Gehen wir. Dann gehen wir. Wir haben die magische Lampe. Eine Illusion. Eine Illusion. Dann machen wir mal weg die Illusion und ja, verpissen uns. Fertig. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Natürlich besuche ich dich mal. Ich komme vorbei. Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kera. Und tschüss.
Okay. Haben wir abgeschlossen. Stufe 8 sind wir auch. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall schon mal noch ein paar Sachen mehr trauen, die wir uns vorher nicht trauen konnten. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, ist denn dieses Menü überhaupt... Ich weiß nicht, weil ich will nicht immer über die Map hier reingehen, you know? Character. Genau. So. Wir haben nämlich jetzt hier einen weiteren Platz. Und da kommt nämlich jetzt das hier rein. Wir werden das direkt nochmal verbessern, dass das in Dialogen eindeutig... Dass wir hier eindeutig nochmal die Intensität in Dialogen erhöhen. Und ich finde das hier auch nicht verkehrt, dass das die Rüstung verringert. Dann müssen wir uns nur nochmal gucken. Ja, bitte irgendwie... Einladung von Kira Metz. Gehen wir hin, oder? Kira, was passiert? Was habe ich denn hier markiert eigentlich? Okay, irgendwie ist hier eine Markierung gelandet. Wo bin ich denn? Ach, ich bin jetzt ganz hier unten. Natürlich scheiße, hier unten waren auch die Monsternester. Ah, ich weiß nicht. Hier ist auf jeden Fall auch nochmal ein Fragezeichen. Das würde ich mir tatsächlich mal angucken wollen. Aber ich muss auch definitiv mal einen Schmied finden und auch mal nochmal einen Shop finden, wo man nochmal Dinge verkaufen kann. Was haben wir denn dafür einen? Oh, ein Wasserweib, die suche ich sogar. Aua. Einmal Schwert ziehen, bitte, Geralt. Schwert ziehen. Wir ziehen nämlich die gleiche Stufe wie das Wasserweib. Auf jeden Fall ein Schwert sein, dadurch, dass ich die gleiche Stufe bin. Mein Silberschwert ist halt leider einfach null und ich muss definitiv... Also mein Silberschwert ist für die Kampfkunst nicht mehr geeignet. Ja. Auch definitiv ein neues, aber ich krieg leider keine vernünftigen an. Herzog. Schade, ich dachte, er gönnt nochmal diese Wasseressenz, die ich gebraucht hätte. Was ist da? Das ist nochmal so eine komische... Alter, da sind voll viele Erscheinungen. Was ist denn hier los? Versteckt das? Coco Jumbo, da habe ich mich jetzt aber leicht erschreckt. Ach du Scheiße. Das sieht für mich aus, muss ich mal sagen, ne? Ja, okay, ich bin dead, Freunde. Drei Stück und sie teleportieren sich hier die ganze Zeit durch die Gegend. Drei, vier, fünf Erscheinungen. Halt's Maul. Ich muss mal einzeln wegsnacken, wenn. Da sind schon wieder zwei, die sich hier ran teleportiert haben. Ryan, aber... Ich sollte, glaube ich, mal mein Schwert auf jeden Fall nochmal reparieren. Vielleicht kann ich dann... nochmal ein bisschen Schaden austeilen besser. Aber eine fehlt noch.
Eine fehlt noch. Oder? Ah, liebste Elke, ich danke den Göttern, dass die Narren an sie glauben. Zweimal haben wir nun schon Nutzen daraus gezogen. Das erste Mal, als wir diesen Haufen Silber aus dem Tempel gestohlen haben, keiner hat was gesehen, denn wer wäre tapfer genug, den Zorn der Götter auf sich zu ziehen, indem er einen solchen heiligen Ort entweiht? Dann haben wir alles in Ruinen versteckt, die angeblich von Elfengöttern verflucht sein sollen. Niemand wagt sich in ihre Nähe, nicht mal auf Sichtweite. Wir mussten die Sachen also nicht mal richtig verstecken, weil sie dort sicherer sind als in der Vivaldi-Bank. Wir verbringen die Nacht im Wald und dann reite ich nach Novigrad und suche einen Käufer dafür. Wir wären reich, Elke, reich. Und vielleicht werfe ich dann auch mal etwas anderes in den Teller. Was? Auch dann was anderes in den Teller als Zeichen meiner Dankbarkeit an Aberglauben und Dummheit? Was? Dann spielt man nicht. Was ist das für eine? Okay. Okay, ich bin viel zu schwach, wie ich das gerade sehe. Wo sind denn die Quests? So. Wie war das denn nochmal mit dem... Okay, warte mal. Bin ich aber gerade hier ein bisschen überfragt, Freunde. Mal den hier. Was war? Wo war ich denn? Wie bin ich nochmal? Na, da, Quest. Okay, 15. Nur wie gerade sind wir eh nicht. Alles klar. Quatsch. Nebenquests wählen haben wir schon mal. Gewinn spiele ich auch nicht. Die Scheiße. Mach das weg. Das braucht alles niemand. Okay, wir haben tatsächlich nur noch Familien oder Herrinnen des Waldes. Lies die Herrinnen des Waldes. Ansonsten hätte ich noch Familienangelegenheiten. Okay. Ja, und da rennt auch noch eine Erscheinung rum. Ist das jetzt hier tatsächlich alles, was ich, Nein, da ist auch nochmal so ein Biest rum, ey. Halt, aber wirklich, also die sind wirklich lästig, diese Teile, muss man echt sagen. So, eine ist okay. Nur eine Christ als Gegner, ist es okay, aber das waren jetzt wirklich viele, ey. Okay, da haben so ein paar Wölfe hochgenommen. Hallo, können wir bitte weitergehen? Ein Hundeteil brauchen wir nicht, nein. Wollen wir noch nicht, können wir hier. So, Geistersens, da können wir vielleicht ganze Anethisten draus machen, wenn wir diesen Staub und sowas mitnehmen, wisst ihr? Muss immer alles mitnehmen. Ach, Moment, ich soll hier unten rein und hier soll das sein? Was? Aber ich kann doch hier gar nicht rein, oder? Bin ich jetzt doof. Warte mal. Bin ich jetzt über etwas überfordert? Ich bin, richtig? Ist das? Ich bin doch gar nicht nur wie gerade. Ich bin doch in Wählen, oder nicht? Ach, halt die Fresse. Verdammt, bist du hässlich. Ach, halt die Fresse. Geh weg. Okay, alles klar. Ich mach mal einen Abflug, ne? Bis dann. Hab mir den Schatz mitgenommen. Ich bin da mal weg. Du kannst dich da alleine rumärgern. Tschüss. Das sehe ich ja mal so gar nicht ein. Okay. Wir sind für die Region hier unten offensichtlich definitiv noch nicht stark genug. Was wir tun können, ist, wir können jetzt mal die Einladung von Dingskirchen annehmen und mal gucken, was da passiert. Das nein, Nebenquests. Einladung von Kira Metz, das werden wir tun. Das ist Level 6, das können wir machen. Wo müssen wir da hin? Noch ein ganzes Stück war. Dann gucken wir mal, das war. Soll das mal schaffen. Mal gucken, was da passiert. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir nehmen uns aber auf jeden Fall ein Pferd.
Wenn wir mal gucken wir mal, ob wir auf dem Weg dahin noch an Fragezeichen vorbeikommen. Wenn ja, nehmen wir die mit. Außer die hier unten. Ich würde tatsächlich hier dem Weg folgen und erst ab hier vielleicht Fragezeichen versuchen abzuklappern, weil wir müssen dorthin. Das heißt, wir können definitiv dieses Fragezeichen hier mal anpeilen. Naja, ne? Doch die Posi, wo der Greif letztes immer noch war. Aber der scheint nicht mehr da zu sein. Okay. Komm, gib mal Gummi fertig. Ich habe jetzt keine Zeit für Wölfe. Nein, ich habe keine Zeit für Wölfe. So. Gut, dann werden wir nämlich jetzt mal gucken. Wir reiten jetzt erstmal in Richtung Kiramets. Und gucken mal, was passiert. Ich meine, wer weiß, was die jetzt noch von uns will. Vielleicht hat die ja noch eine schöne Quest für uns, das weiß man auch immer nicht. Gibt es einen Grund, schnell zu reisen? Nein, wir sind eh fast da. Und ich würde mir einfach mal den Platz nehmen, aber wir müssen definitiv auch bald mal zu einem Händler. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Also wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir alsbald mal einen Händler aufsuchen, weil wir sind sehr voll gepackt mit Schwertern und Waffen und Anziehsachen, die ich nicht tragen, die ich eigentlich nicht tragen möchte, weil die wirklich langsamer. Nicht sind. So, ich steig mal einmal ab und gehe mal einmal da hinten das Fragezeichen durchsuchen. Es ist wieder irgendwas, das war, wofür ich viel zu schwach bin. Und da ist auch wieder ein geheimer, bewachter Schatz. Okay, was haben wir da für einen Gegner? Ein Wasser. Ach, Digga, das ist ja todesmachbar. Außer sie bewirft mich natürlich instant wieder nach oben. Aber vielleicht gönnt sie ja nochmal diese Wasseressenz, die ich brauche. Gut ausgewichen. Und wir müssen auch dringend einen Schmied aufsuchen. Meine ganzen Sachen sind alle so kaputt. Mal kurz abwarten. Aua, aua, aua. Hallo, hier ist das. Dankeschön. Oh Gott, ey. Soll ich jetzt aber doch. Ja, das okay. Diamantenstaub, Dings, was. Oh, Manuskript, Leute, Zwergenschnaps. Den kann ich bauen. Warum ist der nicht schlecht? Okay. Aber das ist auch nicht das, was ich suche. Ich möchte auf jeden Fall. Kommen wir noch an der Stadt vorbei? Ich auch unbedingt muss ich meine Rüstung reparieren. Ansonsten muss ich erst dorthin einmal schnell reisen zum Krähenfels. Einmal hier hingehen. Sachen verkaufen. Aber ich könnte auch nach Schwarzteig. Der hat das auch alles. Der müsste auch einen Schmied haben. Ja. Dann gehen wir nämlich jetzt erstmal einmal durch die Gegend schnell reisen. Ich muss ganz dringend Sachen loswerden. Und ganz dringend auch mal ein paar Sachen vielleicht mal einkaufen. Mal meditieren auch nochmal, ganz wichtig. Das geht jetzt erstmal nach Mittelhain, ne? Laufplätze! Das ist jetzt erstmal der erste Anlaufpunkt. Und danach überlegen wir uns, wie wir weiter damit umgehen. Ob wir dann tatsächlich nicht noch Fragezeichen erkunden wollen oder ob wir. Also wir gehen jetzt erstmal die Einladung von der Einladung von dieser Kira nach. Ich will wissen, was die kann. Und was die von uns möchte. Das möchte ich wissen. Und danach können wir uns überlegen, ob wir nicht erst noch die Fragezeichen hier abklappern drumherum. Die hier. Einfach mal schauen, ob wir da nicht ein paar tolle Sachen finden. Aber es geht jetzt erstmal dahin. Denn ich möchte Sachen loswerden. Ich möchte Sachen loswerden, ist mir ganz wichtig. Und vor allen Dingen auch Dinge reparieren. So, hier haben wir nämlich einen Händler. Was kaufst du mir denn alles Feines ab? Oh Mann. Vor allen Dingen, was Grüß hast dich. Du auch Feines? Meinen Gruß. Woher kommst du? Wohin gehst du? Schwer zu sagen. Ich habe viel von der Welt gesehen und will noch mehr sehen. Genau wie ich. Genau wie ich.
Was hast du denn zu bieten? Ich sehe mich mal um, wenn es dir recht ist. Okay, du hast Fackeln, Fell. Boah, ich habe so viel Crap, ne? Das kann schon mal weg. Das ist tatsächlich ein bisschen besser als meins, aber das hat so wenig Platz auch für Sachen. Die Armbrust ist besser und die kann ich tragen. Die werde ich also behalten. Diese Axt, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Axt spielen möchte. Ich werde die erst einmal verkaufen. Genauso wie das Vipern-Stahlschwert, was ich nicht mehr benutze. Oder dieses Schwert. Was haben wir denn hier? Zeichenintensität. Aber welcher? Irgendeins oder alle generell? Chance auf Verbrennen? Auch nicht verkehrt. Was ist das? Rüstungsdurch. Das ist auch sehr, sehr gut. Und davon habe ich halt direkt schon mal 3. Was ist das? Chance auf Einfrieren. 2% ist mir zu wenig. Was haben wir hier? Chance, 3% Chance auf Einfrieren. Immer noch zu wenig. Was ist das? Adrenalingewinn brauche ich auch nicht. Chance auf Trommel. Die sind halt immer auch sehr teuer, ne? Die Sachen. Chance auf Vergiften. Das ist nicht schlecht. Okay, dann haben wir hier einmal Aufsetzenresistenz. Das ist auch alles Quatsch. Oh, der Händler hat nicht mehr genug Geld. 29, 37. Okay, du kannst davon tatsächlich gar nichts mehr kaufen. Macht das Gewicht? Nein, das wiegt alles nichts, ne? Auch die Bomben, die wiegen nichts, alles klar. Das wiegt natürlich noch einiges, ne? Plätze, aber das müsste eigentlich. Weißt du, die Frage ist, ist das Inventar von Plötze? Zählt das auch als mein Inventar oder kann ich bei ihm Sachen abstellen? Oh, guck mal, das passt ja perfekt. Ich kann ja auch tatsächlich die Puppe noch verkaufen. Weil das hier dürfte ja eigentlich alles nichts wiegen. Nö, das wiegt alles gar nichts. Das ist alles 0. 0, 0, 0. Ja, super. Dann behalten wir das nämlich alles. Dann müssen wir unseren zweiten Kaufmann suchen. Das ist ein gefährlicher Ort. Nicht der beste Ort für einen fahrenden Händler. Profite und Risiko gehören zusammen. Der Krieg bringt manches Elend, das stimmt. Aber das Leben geht weiter. Und wo es Leben gibt, gibt es Handel. Du riskierst für ein paar Münzen dein Leben? Geld, mein Freund, ist unwichtig. So sehr ich es versuche, ich kann nicht stillsitzen. Also ziehe ich durch die Welt. Ich sehe neue Orte, spreche mit Unbekannten. Das gefällt mir. Und das ist das Risiko wert. Okay. Na gut, dann gehe ich erstmal wieder. Du hast ja nicht kein Geld mehr. Wir sehen uns wieder. Das weiß ich. Kann ich, Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Und bitte, meine Herren! Ich will erst erstmal was reparieren. Auf geht's! Kann ich das eigentlich hier machen? Also kann ich hier meine Sachen? Nein, das repariert das nicht. Okay, dann kann ich doch theoretisch jetzt erstmal direkt mal meditieren. Direkt erstmal bis immer so 8 Uhr meditieren, da müssten die Leute doch eigentlich aktiv sein, oder nicht? Gut. Was ist das? Genau, dich suche ich nämlich, den Waffenschmied. Was denn? Ich will erstmal, nee, Vulkan spielen wir mal nicht. Ich will jetzt erstmal, würdest du was für mich anbieten? Kannst du eine Waffe nach diesem Schema anfertigen? Reparieren. Ich will alles reparieren. 145 geoffen, das geht ja sogar immer. Das will ich nicht reparieren. Handwerk. Davon kannst du nichts bauen. Blume, das auch nicht. Stahlwaffe. Oh, da habe ich alles. Aber das ist schlechter als meins. Schlechter als meins. Schlechter, schlechter, schlechter. Ein Silberschwert. Fehlen erstmal die Zutaten. Silberbarren. Das kann ich auch noch gar nicht tragen. Das ist das Allerschlimmste da dran. Okay. Handeln. Du hast tatsächlich, was ist das denn da? Oh, ein Hexer-Ausrüstung. Okay. Gib her. Das nehme ich. Erst einmal willst du das haben und das willst du nicht haben, okay. Ich kann dir aber auch theoretisch auf jeden Fall noch das anbieten und das anbieten. Was ist das denn da? Gegenzeichenintensität, Quellenzeichenintensität, okay. Kann ich nicht tragen. Wäre aber wirklich
Silberschwert. Oh, das ist wirklich viel besser als meins. Wirklich sehr viel besser als meins. Das ist ein Knüppel. Stufe 14 ist viel zu hoch. Stahlwaffe, das ist auch sehr viel besser als meins, muss man sagen. Aber das ist besser als meins. Aber das ist auch. Das ist beides Stufe 9, ne? Das bin ich ja fast. Also ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ob ich die Stahlwaffe mitnehmen möchte. Weil ich sag mal, ich habe da doch schon einiges drin und die hat auch ordentlich an Boni. Ich weiß nicht, ob der Schaden so viel... Eigentlich schon 26 Damage mehr ist halt schon eine Menge, ne? Aber halt auch wieder keine Runenstein, kein Runensteinplatz. Der ist halt nice, ne? Den nehme ich mit. Den nehme ich definitiv mit. Auch wenn da nicht so viele... Wenn da nicht so viele, na sag mal flott. Genau, ne? Die ganzen, ich frage mich, ob man die ganzen Schemen hier auch alle mal mitnehmen sollte. Ich glaube, das ist alles. Aber warte mal, das sind Runensteine, die ich herstellen kann dann, ne? Ja, aber ich glaube, das brauche ich nicht. Okay. Dann leb wohl. Bis dann. Würde da durchaus aber auch gerne nochmal den Rüstungsschmied durchbesuchen, muss ich sagen. Wenn da. Nein, das meine ich nicht. Ich hätte gerne. Tränke. Oh, schwarzes Blut kann ich bauen. Was macht das? Hexerblut fügt. Oh, da kriege ich. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht der absolute Oberknaller. Gut, bauen wir. Wir craften das einfach mal. Das schadet ja auch nicht, ne? So, Handwerk. Silberschwerter kann ich immer noch nicht bauen. Oh, das ist, Langschwert von Skellige. Na gut, ich kann auch wirklich nur Sachen bauen, die für mich völlig uninteressant sind, muss ich sagen. Das ist natürlich sehr schade. Aber alle, Waffen, die ich theoretisch bauen könnte, sind völlig uninteressant. Das heißt, wir gehen jetzt mal einmal zum nochmal zum Schnellreisepunkt und reisen nochmal zum Rüstungsschmied. Und gucken mal nochmal, ob der nicht was Feines für mich hat. Oh, warte mal, hier ist auch noch ein Händler. Willst du wirklich dorthin? Ich zittere schon. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Ich würde gerne was kaufen. Die Junge gewinnt. Also gewinnt spiele ich auch nie wieder, wenn ich das nicht muss. Was sind das auf. Oh, was ist nochmal das hier? Ah, habe ich schon gelesen. Okay. Also. Folge den Hinweisen auf der Karte, um Hexerausrüstung zu finden. Okay. Jetzt ist für mich die Frage nur, was für Hinweise ist auf welcher Karte? Lass uns mal einmal ins Inventar gehen. Müsste ja eigentlich hier sein, ne? Da. Ist das jetzt schon in den Quests dann auch drin, in den Schatz suchen? Ja, Katzenschulenausrüstung, die ist drin. Okay. Oh, Schema. Zur Verbesserung. Der Rüstungsverbesserung. Okay. Na gut. Aber Katzenschule ist auf jeden Fall erstmal. Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. Zufällig. Okay. Dann wollen wir mal einmal zum Krähenfels. Und wollen da mal einmal gucken. Ah, wir sind schon da. Guck mal einer an. Weil ich würde gerne nochmal den Rüstungsschmied aufsuchen. Einmal den Rüstungsschmied aufsuchen und vor allen Dingen auch mal die anderen Händler nochmal aufsuchen. Gucken, ob die irgendwelche... Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Ich bin gespannt, was du für mich hast. Was hast du für mich? Zeig mir deine Ware. Mein Buch, hä? Habe ich aber schon gelesen. Okay, habe ich alles schon gelesen. Na, dann brauche ich das nicht mehr. Aber apropos, Moment, wir wollten noch mal handeln. Ich habe noch Stuff, nämlich. Blütze. Ist jetzt aber die Frage, ist das was Blütze trägt?
Okay, die sind natürlich auch schwer, ne? Die wiegen natürlich auch einiges. Die könnten wir auch theoretisch erstmal in eine Kiste packen im Gasthaus. Ist das jetzt... Lebt wohl. Jetzt plötzlich... Hat der dann noch einen Sattel auf? Mein Pferd. Pferd. Da ist mein Pferd. Hat plötzlich so einen Sattel auf? Ja, hat er. Warte mal. Ach hier, genau. Da kann ich das nämlich ausrüsten. Dann ist das tatsächlich Stuff, den ich verticken kann. Für Plötze. Okay, sehr gut. Muss man auch wissen, man muss auch erstmal lernen, ne? So. Rüstungsschmied. Wo bist du? Mal auf die Karte gucken. Du musst natürlich wieder ganz da hinten, ne? Das ist natürlich auch wieder wichtig. Wichtig und richtig. So, dann lassen wir mal da hochsteppen. Ich glaube, den Weg weiß ich sogar noch. Und dann sprechen wir mit Kira Metz. Dann gucken wir mal, was die Dame für ein Problem hat. Die wollte ja, dass ich sie besuche. Also diese Runde ging jetzt wieder nicht allzu viel, muss man sagen, diese Folge. Wie kann ich helfen? Gucken wir doch mal. Kannst du eine Rüstung für mich anfertigen? Ich brauche eine Rüstung. Ich weiß ja gar nicht, ob ich da überhaupt irgendwas hab. Wir hatten Laserhandschuhe. Die sind auch Stufe 9. Also ich kann... Die wären besser als das, was ich hab. Aber die... Resistenzen sind schlechter als die, die ich habe. Überlegene Bären. Die sind natürlich viel besser, aber kann ich halt nicht bauen, ne? Hose. Jäger, das ist halt Schwachsinn, kann ich auch nicht bauen. Kann ich also, könnte ich auch selbst, wenn ich es kaufen könnte, die ganzen Sachen, kann ich es nicht tragen. Oberkörper. Kann ich auch nicht tragen. Ist schlechter. Du bist tatsächlich besser. Die wäre auch besser. Die ist sogar noch besser. Sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Ich meine, ich habe alles dafür da, ne? Zutatfee 21. 16, die ist sogar noch besser. Da könnte ich sogar die eine Zutat, die mir fehlt, könnte ich für 4 Gold kaufen. Für 8 Gold kaufen. Könnte ich sogar die tragen. Ja. Die ist für 21 Rüstung. Ja. Herstellen. Wunderbar. Dankeschön. Dankeschön. Sehr nett. Leb wohl. Anziehen direkt. Da. Bam. Wunderbar. Da haben wir nämlich jetzt direkt auch schon mal eine richtig frische Rüstung. Ach, und wir haben noch die Armbrust, die besser ist als meine. Und die können wir natürlich auch direkt jetzt erstmal... Wie kann ich helfen? Kauft der mir die ab? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Schauen wir doch mal das Angebot an. Warte mal, der hat hier auch noch Rüstungen, ne? Kaufe ich auch. Was ist das? Die ist schlechter. Ja, die werden alle besser sein als das, was ich habe. Aber die kann ich halt auch einfach... Oh, die ist auch besser. Jägerstiefel, vielleicht Rüstung 4. Mal vergleichen. Aber meine haben andere und bessere Resistenzen. Das heißt, es bleibt erstmal. Die nächste Folge ist um. Hör ich gerade. Gut, wir haben aber diese Folge auch so ziemlich alles gemacht, was wir machen wollten. Ich verkaufe eben nochmal den Kram, den ich... nicht behalten will. Und sag dann erstmal Leb wohl. Und ja, die Folge ist dann auch an der Stelle erst einmal vorbei. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt The Witcher 3 Wild Hunt. Also bis zum nächsten Mal.